Wir, Lena Braun und ich, dürfen Sie im Namen der Firma Bürkert recht herzlich begrüßen zu dem heutigen Thema. Beginnen möchte ich mit einer kurzen Übersicht zur Firma Bürkert. Firma Bürkert ist ein familiengeführtes Unternehmen seit 1946, hat also jetzt ein 75-jähriges Bestehen. In der Zwischenzeit sehr viel Erfahrung in fluidischen Lösungen gesammelt für wässrige oder gasförmige Medien. Beschäftigt sind momentan ca. 3000 Mitarbeiter in 5 Produktionswerken hier um den Standort Ingelfingen herum, in 36 weltweiten Bürkert-eigenen Niederlassungen und in 5 Systemhäusern. Die Systemhäuser, in den Systemhäuser schöpfen wir letztendlich aus unserem Portfolio und tun dort kundenspezifisch, resultierend aus dem Produktspektrum, das wir haben, kundenspezifische Lösungen anbieten. Das Portfolio umfasst die Messung von gasförmigen, von flüssigen Medien bis hin zur Analyse von insbesondere westlichen Medien. Das Seminar habe ich gegliedert das Webinar in mehrere Stichpunkte. Ich möchte zunächst mal auf industrielle Trends eingehen. Welche Auswirkungen haben die, welche Gießfehler entstehen beim Leichtmetallguss? Welche Fertigungstechnologien stehen zur Verfügung und welche typischen Kühlprinzipien werden da angewandt? Und bei diesen Kühlprinzipien möchten wir auch mal kurz 2 Beispiele zeigen, wie die Realisierung dann bei uns, bei der Firma Bürkert aussieht. Was ist jetzt Leichtmetall? Per Definition ist Leichtmetall ein Metall, das weniger als 5 Kilogramm je Kubikdezimeter wiegt. Neben den bekannten Leichtmetallen wie Aluminium gehört Magnesium dazu, Zink, Kupfer, Blei, Zinn, noch einige mehr. Aber ich denke, das Wesentliche ist, unter all den Leichtmetallen hat Aluminium einen Anteil von ca. 80%. Anwendungen gibt es in der Automobilindustrie, Luftfahrt bis hin in die Beleuchtungsindustrie. Hier sieht man auch wieder sehr deutlich, von all den Industrien wird Aluminium zu 84% in der Automobilindustrie eingesetzt. Schaut man sich die Produkte im Automobil an, dann fängt es an mit Komponenten für den Antriebsstrang, Strukturbauteile, Fahrwerksteile oder auch Teile für E-Mobilität. Je nach Produkt gibt es unterschiedliche Anforderungen. Bei dem einen ist mehr die Dehnung wichtig, bei dem anderen mehr die Dichtheit, bei anderen kommt es auf die Schweißbarkeit an. Auf jeden Fall allen gemeinsam ist, die müssen frei von Gießfehlern sein. Wohin geht es mit Aluminium? Der Trend ist im Automobilbau steigend, auch resultierend aus Vorschriften, Markttrends. Jeder kennt die Begriffe wie Nachhaltigkeit, wie Treibhauseffekt, wie Schadstoffausstoß. Deshalb wurden Grenzwerte definiert, um den Schadstoff dramatisch zu reduzieren, insbesondere bei den Verbrennern. Oder unter dem Stichwort Pariser Klimaschutzabkommen, die Halbierung vom CO2-Ausstoß bis 2030. Weiterhin gibt es Anstrengungen, die Recyclingrate zu erhöhen unter dem Stichwort Nachhaltigkeit. Um diese Punkte zu realisieren, beziehungsweise eine Lösung dafür, um Schadstoffe zu reduzieren, ist zum einen die Leichtbauweise und zum anderen das Recyceln von Werkstoffen, um zumindest dann
die Energie, die beim Recycling gebraucht wird, nur noch aufzubringen und nicht die Energie, um den Rohstoff überhaupt herzustellen. Ein weiterer Trend ist die Digitalisierung. Digitalisierung letztendlich mit dem Hintergrund, um die komplette Prozesskette, angefangen vom Rohmaterial bis zum fertigen Produkt, prozessdatenmäßig zu erfassen, die Prozesse zu überwachen und mit Hilfe von Algorithmen wie künstliche Intelligenz die komplette Prozesskette zu optimieren. Kurz an meinem Beispiel der Prozesskette Leichtmetallguss nur kurz zeigen, wie das aussieht. Wir haben am Anfang das Rohmaterial mit einer entsprechenden Materialanalyse über die Schmelzparameter, Entgasungsparameter bis hin zu den Gießparametern. Danach kommt die Kontrolle und bei der Kontrolle wird dann festgestellt, okay, an der einen Stelle haben wir das Schliffbild, an der anderen das, an der einen Stelle haben wir ein Lunker, an der haben wir die Porosität, dass man anhand dieser Prozessdaten und der übergelagerten künstlichen Intelligenz dann entscheiden kann, okay, an welcher Stelle von diesem Prozess muss ich jetzt nachjustieren. Damit ist es möglich, letztendlich Schlechteile auszumerzen. Das ist letztendlich auch die Zielsetzung. Und insgesamt dann die sogenannten OEE, also das Overall Equipment Effectiveness, zu erhöhen. KI ist eigentlich auch das Stichwort und wird in der Industrie oft als Game Changer in der Gießereiindustrie bezeichnet. Ein weiterer Trend sind Technologietrends. Hier ist insbesondere das Virtual Design zu erwähnen. Mit dem Virtual Design ist es möglich, Werkzeuge schon im Vorfeld zu designen, Werkzeuge dahingehend zu gestalten, dass dass wir die entsprechende Materialfestigkeit bekommt durch entsprechende Kühlstrecken, durch entsprechende Platzierung der Kühlstrecken. Man kann das Abkühlverhalten simulieren, man kann das Festigmaterialeigenschaften simulieren. Also ein sehr, sehr starkes Werkzeug. Bedingung ist natürlich auch, dass diese Simulationsdaten auch umgesetzt werden können. Und das heißt, dass man entsprechende Werkzeuge auch bauen kann. Hier hilft letztendlich der 3D-Druck, um kavitätsnah, das heißt möglichst nah an der Stelle, wo es wichtig ist zu kühlen, die Kanäle zu platzieren. Und damit erreicht man dann letztendlich eine bessere Kontrolle der Temperaturverteilung und eine Verbesserung der gelenkten Erstarrung. Auf den Punkt komme ich dann noch später zu sprechen, was das heißt. Zusammenfassend, aus dem Trends wie Leichtbauweise und Recycling, aus den verfügbaren Technologietrends und dem Industrietrend Digitalisierung lässt sich sagen, dass Aluminium, der Werkstoff Aluminium, sehr gut dazu beiträgt, diese zukünftigen Anforderungen zu erfüllen. Auf der einen Seite erfüllen wir die Leichtbauweise. Wir können mit Recycling entsprechend nachhaltige Prozesse gestalten und mit Digitalisierung optimieren. Wir können also somit den Spagat zwischen Ökonomie und Ökologie schließen. Wichtig ist natürlich, dass auch der Prozess qualitativ sauber geführt werden kann. Deswegen kurz einen Überblick über wesentlichen Prozessfehler oder Gießfehler, die auftreten können. Gießfehler sind zum Beispiel die Wasserstoffporosität, Wasserstoff, gelöster Wasserstoff, der im flüssigen Aluminium ist und sich mit dem Abkühlen dann mit dem Abkühlen in dem Aluminium bleibt und als kleine Mikroporosität sichtbar ist. Dies lässt sich durch Entgasung vermeiden.
Ein weiterer Fehler sind Oxideinschlüsse. Oxide entstehen, wenn flüssiges Aluminium mit Luft in Verbindung kommt und dann mit Sauerstoff oxidiert. Das sind Oxide, die an der Oberfläche sind, Oxide, die auch innen drin sein können. Und lassen sich am besten vermeiden, indem Aluminium möglichst turbulenzarm in das Werkzeug gefüllt wird. Als letztes die sogenannte Schwindungsporosität. Hier, die Schwindungsporosität entsteht durch das Abkühlen vom Aluminium aus dem flüssigen in festen Zustand, durch die Schwindung von etwa 7%. Kann es passieren, dass es Lunger gibt, wenn nicht genug Aluminium nachgeschoben werden kann. Dies kann gelöst werden bzw. vermieden werden durch gelenkte Erstarrung. Was das jetzt heißt, möchte ich jetzt noch kurz an einem Beispiel zeigen. Hier wiederum ein Bild, eine Narbe, ein Aluminiumfelgen mit einem Lunker, die sogenannte Schwindungsporosität. Hier sieht man, dass letztendlich im Angussbereich der Lunker entsteht. Durch gelenkte Erstarrung, das heißt durch Abkühlen des flüssigen Aluminiums vom entferntesten Punkt, also von der Oberkante der Aluminiumfelgen, dass die Kühlfront beginnt bis hin zur Narbe und der Narbenbereich der letzte Punkt ist, der dann befestigt. Hier Beispiel an dem Werkzeug dargestellt. Die Kreise werden jetzt Punkte, wo Kühlung ist, wo Kühlstrecken sind, Kühlpunkte. Und durch entsprechende Ansteuerung dieser Strecken, zeitangesteuerte Strecke mit entsprechender Menge, entsprechender Ort, entsprechender Zeit, kann man dann eine gelenkte Erstarrung erreichen. Kühlprinzipien gibt es unterschiedliche auf dem Markt, letztendlich getrieben von den Medien. Hier sind das im Wesentlichen die Luftkühlung, sogenannte Nebelkühlung, ein Gemisch aus Luft und Wasser oder die Wasserkühlung. Das sind letztendlich die dominierenden Kühlprinzipien. Neben der Kühlung mit Thermalöl, auch nicht zu vergessen. Thermalöl hat aber den Nachteil, dass es nur die Hälfte der Wärmekapazität von Wasser hat. Von daher geht eine Trendrichtung Wasserkühlung, weil man damit die Kühlung gezielter beeinflussen kann. Als Gießverfahren, die Kühlprinzipien sind in den unterschiedlichen Gießverfahren wie Druckguss, Gegendruckguss, Niederdruckguss und so weiter. Auf die einzelnen Verfahren möchte ich jetzt nicht eingehen. Ich denke, allen gemeinsam ist, alle benötigen Kühlung. Bei allen ist die Kühlung der Schlüssel zur Qualität. Bei allen werden Dauerformen eingesetzt. Und ich denke, die entscheidenden Einflüsse bei der Kühlung kommen dann, okay, welche Randbedingungen gibt es? Also Randbedingungen wie ist die Druckversorgung? Druckversorgung, das sind Einflüsse, die jetzt wieder Auswirkungen auf die Kühlmenge haben. Hier rechts dargestellt eine typische Kühlstrecke, bestehend aus Durchflusssensor, einem Nadelventil und einem Aufzugventil und mit der entsprechenden Anzahl. Also Einflüsse, die vom Netz herkommen, aber auch Einflüsse von der Anzahl der Kühlstrecken, die aktiv sind. Hatte ja erwähnt, bei der gelenkten Erstarrung sind nicht alle aktiv, sondern es werden entsprechend zeitgesteuert die unterschiedlichen Strecken dazugeschaltet. Das hat natürlich auch wieder Einflüsse auf die Kühlmenge, weil mit dem Zuschalten natürlich auch wieder sich Drücke ändern. Dann kommen noch Einflüsse wie Leitungsverschmutzung. Wichtiger Punkt, der
oft unterbewertetes, also Leitungsverschmutzung durch Kalkablagerung, Leitungsverschmutzung durch Korrosion, Korrosion bedingt durch ungünstige Materialbarung, kommt oft vor. Diese Einflüsse führen letztendlich zur Veränderung der Kühlmenge. Und eine Veränderung der Kühlmenge führt zur Veränderung der Kühlleistung. Um dies zu reduzieren bzw. zu vermeiden, ist die geregelte Ausführung die Lösung. In der geregelten Ausführung werden Druckschwankungen automatisch kompensiert. Mit der geregelten Ausführung lässt sich auch erkennen, okay, haben wir jetzt eine Leitungsverschmutzung, Leitungsverblockung, weil um die gleiche Durchflussmenge durchzubekommen, muss ich auf einmal bei dem Ventil auf 60% öffnen, bei dem Ventil auf 40% öffnen, also muss da irgendetwas in der Leitung verschmutzt sein. Insgesamt gibt es noch einige mehr Vorteile von der geregelten Ausführung hier zusammengestellt, angefangen von der Werkzeugerstellung bis hin über den Prozess, bis hin zur Installation und Service. Wie schon erwähnt, die Werkzeuge mit dem Vertical Design lassen sich Werkzeuge erstellen, die auch hinsichtlich von den Kühlstrecken, von dem Durchfluss entsprechend designt sind. In der Abmusterungsphase kann man entsprechende Variationen fahren. Man kann die richtigen Prozesswerte dann für das Rezept, das in der Fertigung notwendig ist, dann abspeichern. Steht dann sofort zur Verfügung. Man muss nicht bei Prozessbeginn, wenn ein neues Werkzeug aufgelegt wird, alle Strecken neu einstellen mit Nadelventil und das, sobald eins verstellt wurde, hat das einen Einfluss auf das andere und bis da alles eingestellt ist, vergeht Zeit. Mit der geregelten Ausführung erfolgt das automatisch. Auch die weitere Punkte werden noch zu erwähnen. Service, Komponenten fallen aus, auch geregelte Strecken. Dann mit dem Austausch muss man nicht wieder neu einstellen, sondern von oben kommt der entsprechende Sollwert und die Strecke tut sich dann entsprechend einstellen auf den Wert, der benötigt wird. Gut, jetzt möchten wir an zwei Beispielen mal kurz zeigen, wie eine Lösung für die Wasserkühlung typischerweise aussieht und eine Lösung für Luftwasserkühlung beginnen. Möchte ich mit der Wasserkühlung. Hier eine typische Strecke für eine Wasserkühlung. Die typischen Werte liegen so in dem Bereich 5 bis 12 Liter pro Minute, geht auch teilweise bis 12 Liter pro Minute. Kann man jetzt nicht so allgemein sagen. Es gibt aber einen Trend, das ist auch bedingt durch den 3D-Druck, dass die Durchflüsse immer kleiner werden, weit unter 1 Liter pro Minute. So eine Strecke hier besteht aus letztendlich auf der linken Seite aus den ganzen Versorgungsbedingungen wie Versorgungsdruck, Versorgungstemperatur. Danach die Einzelstrecke bestehend aus dem Durchflusssensor und dem Regelventil mit integriertem Regler. Danach optional ein Schaltventil oder auch ein Drucksensor vor dem Werkzeug, Temperatursensor im Werkzeug und die Temperaturerfassung von dem Rücklaufmedium nach dem Werkzeug. Zusätzlich ist hier noch die Möglichkeit von einer Ausblasfunktion integriert, letztendlich mit dem Hintergrund, um das nach der Abkühlung das Wasser aus dem Werkzeug auszublasen, um dann reproduzierbare Bedingungen für den nächsten Prozess zu schaffen, beziehungsweise eine zu starke Abkühlung vom Werkzeug zu vermeiden.
So, mit dem nächsten Beispiel, wo es um die Nebelkühlung geht, möchte Ludlina Braun jetzt an einem Beispiel vorstellen, wie die Umsetzung in ein reales System stattfindet. Vielen Dank, Egon. Die Nebelkühlung hat als ersten Punkt, gegenüber der reinen Wasserkühlung mit Ausblasfunktion, die Eigenschaft, dass die Luft auch in einer bestimmten und geregelten Menge benötigt wird. Hier in unserem Beispiel im Fließschema wird deutlich, dass die Luftregelstrecke nahezu identisch zur Wasserregelstrecke aufgebaut ist. Wir haben einen Kugelhahn, der die Regelstrecken abschwemmbar macht und nachfolgend die beiden Hauptkomponenten der Prozessregelung, der Durchflusssensor und das Regelventil. Die dezentrale Regelung, sprich über intelligente Ventile mit integrierten PID-Reglern, wird immer wichtiger. Beide Zuleitungen, Versorgung der Medien, also Wasser und Luft, sind hier im Beispiel jeweils mit einem Temperatur- und Drucksensor überwacht. Zusätzlich haben wir am Ausgang der Luftregelstrecke noch einen Staudrucksensor, um eben Rückschlüsse darauf ziehen zu können, welcher Staudruck durch den nachgelagerten Prozess verursacht wird. Typischerweise werden die geregelten Durchflüsse in einer Düse zu einem Nebel vermengt. Dieser wird dann durch die Kühlkanäle des Werkzeugs gelenkt oder eben das Werkzeug besprüht. Typische Durchflüsse im Wasser sind für diese Anwendung 0,05 bis 3 Liter die Minute und zugehörig die typischen Durchflüsse für Luft, um einen homogenen Nebel zu erreichen, sind 50 bis 150 Normkubik pro Stunde. Nun stellt sich die Frage, wie gestaltet sich der Weg von solch einem Fließschema zu einem funktionellen Kühlsystem? Diese Frage zu beantworten, möchte ich nun schematisch die Projektierung einer Systemlösung bei Birkert vorstellen. Die Reise der Systemlösung beginnt mit einem Fließschema der Kundenanwendung. Hier wird deutlich, zum einen, welches Kühlprinzip möchte der Kunde verfolgen, wie groß ist die Kühlmenge pro Regelstrecke, wie hoch ist die Anzahl an Regelstrecken und natürlich auch noch zusätzliche Funktionen, die im System enthalten sein sollen. Natürlich hat der Kunde die Möglichkeit, die einzelnen fluidischen Komponenten bei Birkert oder einem anderen Hersteller zu beziehen und selbst die Einzelkomponenten zu einem funktionalen Kühlsystem zu vereinen. Hierbei muss er natürlich die Auswahl der Einzelkomponenten unter der Beachtung verschiedener Kriterien, wie eben die Funktionsweise und die Schnittstellen untereinander, beachten. Der alternative Weg ist die Umsetzung des gesamten Kühlsystems durch Birkert. Hierzu wird im ersten Schritt festgelegt, welche Funktionen soll das System enthalten. Für den Kunden steht dann in erster Linie die Aufgabe, die Schnittstellen sowohl elektrisch als auch fluidisch und die Betriebsbedingungen des Gesamtsystems zu definieren, nicht der Einzelkomponente. Die Komponentenauswahl wird dann durch unsere Systemingenieure vorgenommen. Hier können wir aus einer Plattform bestehend aus verschiedenen Aktoren, Gehäusen, Sensoren und auch verschiedenen Kommunikationsprotokollen wählen. Kommunikationsprotokoll als Schnittstelle ist enorm wichtig, um alle systeminternen Prozesswerte eben auch dem Kunden in der übergelagerten Steuerung zur Verfügung zu stellen. Hat nun die Komponentenauswahl stattgefunden, beginnt die Konstruktion und die Kalkulation des Gesamtsystems. Hier beispielhaft dargestellt einer unserer Messeschränke, eben speziell für die Nebelkühlung konzipiert. Im unteren Bereich haben wir die Wasserregelung, im mittleren Bereich die Luftregelung, ganz oben im Kühlmedienschrank den Elektronikschallschrank. Die Zuleitung sowohl für die Wasserregelung als auch die Luftregelung besteht aus einem Verteilrohr, das durch einen Drucksensor und Manometer überwacht wird. Abgehend jeweils 5 Regelstrecken. Im Wasser besteht die Regelstrecke aus einem Kugelhahn, einem Ultraschall-Durchflusssensor und einem elektromotorischen Regelventil mit integriertem Prozessregler. In der Luftregelstrecke befindet sich auch ein Kugelhahn, ein kalorimetrischer Massendurchflussmesser, ein elektromotorisches Regelventil mit integriertem Prozessregler und im Abgang noch ein zusätzlicher Drucksensor, um den Staudruck des nachgelagerten Prozesses zu detektieren.
Im Elektronikschaltschrank befindet sich die Spannungsversorgung für den gesamten Schrank. Und die eine Schnittstelle, die für den Kunden enorm wichtig ist, unser Gateway, das über die digitale Kommunikation alle systeminternen Prozesswerte an den Kunden weitergibt, an die übergelagerte Steuerung. Wie bekommen wir nun unsere Prozesswerte digitalisiert? Unser eingesetztes Regelventil in diesem Fall kann direkt mit dem Sensor verbunden werden. Wir haben eine Schnittstelle, die den Sensor mit Spannung versorgt und den Prozesswert direkt im Ventil verfügbar macht. Das Ventil selbst spricht unser CAN-Open-basiertes Kommunikationsprotokoll BIS, was auch eine Ventil-zu-Ventil-Verkabelung ermöglicht. Die übrigen Drucksensoren werden im Elektronikschaltschrank über unsere I/O-Module ausgelesen. Die wandeln das Analogsignal entsprechend in ein digitales Signal um. Der Kunde hat dann nur diese eine Schnittstelle, das Gateway. Ist die Konstruktion, Kalkulation abgeschlossen, kommen wir in die Fertigung des gesamten Schaltschranks, die bei Bürkert stattfindet. Sowohl die Fertigung der Einzelkomponenten als auch das Schweißen der Fluidikgruppe, die Montage der Baugruppen, die Montage im Schaltschrank, der Elektronikschaltschrank, die Verkabelung und die Systemkonfiguration sowie einen Test des kompletten Systems bei Bürkert. Nur noch einmal im Überblick, der gesamte Weg der Systemlösung. Von der Anfrage über die Komponentenauswahl aus einer Plattform und der Konstruktion des gesamten Schaltschranks bis hin zur Fertigung des Kühlmedienschranks. Alles aus einer Hand. Da die Bereitstellung aller systeminternen Prozesswerte, wie bereits schon einleitend gehört, an die übergeordnete Kunden-SPS unter den Gesichtspunkten Industrie 4.0 immer wichtiger wird, gibt es zu diesem Zweck bei Bürkert eine Kommunikationsplattform. Schematisch dargestellt in dieser Folie basiert die Kommunikationsplattform auf CAN-Open. Durch die Modifikationen und Erweiterungen an dem CAN-Open-Protokoll, die zum Ziel die Erleichterung und Vereinfachung der Handhabung hatten, entstand das CAN-Open-basierte BIS, womit mittlerweile ein Großteil der Komponenten bei Bürkert ausgestattet sind. Das wird jetzt interessant in einem solchen Fall, wie wir es jetzt in dem Kühlmedienschrank zuvor gesehen haben, wenn wir ein Netzwerk aufbauen, das mehrere Werte übertragen soll. Wie können wir also sicherstellen, dass dem Kunden alle systeminternen Daten des Kühlmedienschranks zur Verfügung gestellt werden? Alles beginnt zunächst mit den Einzelkomponenten des Kühlmedienschranks, die eine fluidische Aufgabe erfüllen. Auf der einen Seite haben wir die Aktoren, elektromotorisch, elektromagnetisch und pneumatisch. Hier beispielhaft ein paar Bilder. Auf der anderen Seite haben wir die Sensoren, die in einem solchen System relevant sind. Temperatur, Druck und Durchfluss. Auch hier beispielhaft ein paar Darstellungen. Die Aktoren unterscheiden sich dann wiederum in ihren Funktionsprinzipien. Haben wir eine reine Absperrfunktion, also ein Auf-Zu-Ventil, oder benötigen wir die kontinuierliche Veränderung der Ventilposition in einem Proportionalventil? Zusätzlich haben wir natürlich die Möglichkeit, die Aktoren entsprechend intelligent auszuwählen, sprich mit integriertem Prozessregler oder aber auch die Ansteuerung über einen digitalen Kabelkopf mit einem Eingangsmodul. Als Knotenpunkt für die Teilnehmer kann ein Passivverteiler dienen. Über die BIS-Verkabelung werden die Teilnehmer dann mit Spannung versorgt und natürlich findet hier auch die Kommunikation statt. Für beispielsweise einen pneumatischen Aktor ohne direkte Intelligenz im Aktor selbst kann ein BIS-fähiges Ventilinselfeldmodul genutzt werden, um die Integration im BIS-Netzwerk sicherzustellen. Bei den Sensoren haben wir auch mittlerweile Produkte, die direkt über CAN-Open in solch ein Netzwerk integriert werden können. Sonstige Sensorik mit Analog- und Frequenzsignalen können über unsere Aktoren direkt eingelesen, für PID-Regelung verwendet werden oder einfach nur die Weiterleitung des Signals im Netzwerk sicherstellen. Hat man keine solchen Aktoren zur Verfügung, werden unsere I/O-Module interessant. Hier haben wir die verschiedenen Ausbaustufen, die sicherstellen, dass wir all die Sensoren, die in solch einem System notwendig sind, direkt über diese Eingangskarten einlesen können. Die Schnittstelle zum Kunden wiederum oder einer übergelagerten SPS ist unser Gateway. Dieses kann in der durch den Kunden spezifizierten
Kommunikationsart entsprechend die Daten weiterleiten. Als Ergänzung für unser Netzwerk haben wir aktuell Displays in der Entwicklung, die rein die Anzeige von unseren von unseren systeminternen Parametern darstellen sollen. Natürlich muss das System konfiguriert werden. Für die Konfiguration und Parametrierung der einzelnen Geräte, deren Firmware-Updates oder aber auch natürlich der Systemkonfiguration über das Gateway nutzen wir unser Birkert Communicator, unser Software-Tool, das kostenneutral auf der Homepage zur Verfügung steht. Mit dieser Kommunikationsplattform können wir also sicherstellen, dem Kunden all die systeminternen Informationen möglichst einfach zur Verfügung zu stellen. Danke, Lena. Ich bin jedes Mal begeistert, welche Möglichkeiten wir haben, mit unseren Produkten digital zu kommunizieren. Wirklich. Abschließend möchte ich noch ein kurzes Fazit machen, und zwar resultierend aus dem Webinar. Ein Fazit sehe ich, dass Aluminium ist der Werkstoff, mit dem wir zukünftig sowohl oder trägt dazu bei, wo wir die ökologischen Gesichtspunkte als auch die ökonomischen Gesichtspunkte berücksichtigen kann. Neben den Leichtbauwerkstoffen, die es gibt, ist Aluminium der Werkstoff. Weiter hilft uns die Digitalisierung, die komplette Prozesskette zu optimieren und Ausschuss zu vermeiden. Mit den entsprechenden gestalteten Kühlstrecken, die ortmengen- oder zeitgesteuert sind, lässt sich eine gelenkte Erstarrung erzielen. Die Kühlstrecken sollten sowohl für Wasser, Luft oder Gemische einsetzbar sein. Die Kühlstrecken sollten 100% reproduzierbar sein. Und die Kühlstrecken sollten digital angebunden werden können. Hierfür bietet Birkert Lösungen, maßgeschneiderte Lösungen, angefangen vom Produkt bis zum kompletten System. Aber hierzu noch mehr von Lena. Vielen Dank. Wir bieten mehr als nur Komponenten. Wir haben für jedes Ihrer Bedürfnisse die richtige Lösung. Braucht der Kunde schnell eine Lösung und kennt die benötigte Spezifikation, eventuell sogar schon das zugehörige Produkt aus unserem Standardprogramm, dann können wir direkt unsere Komponenten zur Verfügung stellen. Hat der Kunde jedoch ein anwendungsspezifisches Bedürfnis, benötigt er eine konfigurierte Lösung. Hierzu können wir uns aus dem Pool von verschiedenen Plattformen bedienen. Die letzte Ausbaustufe, hat der Kunde spezielle fluidische Herausforderungen, benötigt er eine komplett individuelle Entwicklung in Zusammenarbeit mit dem Birkert-Systemhaus, um genau die Lösung zu entwickeln, die Sie benötigen. Vielen Dank bis hierhin für Ihre Aufmerksamkeit während unseres Vortrags. Dann würden wir nun zu den Fragen übergehen. So, da komme auch ich wieder ins Spiel. Also bis jetzt ist noch nichts eingelaufen. Dann fange ich einfach mal an. Und zwar, denke ich, stellen sich viele die Frage, was sie im Haus, also an technischem Equipment, mindestens haben sollten, damit man so ein System relativ leicht implementieren kann. Vielleicht gibt es da ein paar Eckdaten, was man haben sollte oder was man sich anschaffen muss. In Bezug auf elektrische oder auf... Alles, ja. Also dass man sagt, das muss ich haben, damit es wirklich relativ leicht zu implementieren ist. Also in der Regel hat der Kunde bereits eine Gießmaschine mit einer Steuerung vorhanden. An die senden wir dann eben die systeminternen Daten über das vom Kunden vorgegebene Protokoll. In der Regel ist das in der Gießmaschine vorhanden. Mhm. Außerdem ist die Bereitstellung der verschiedenen Medien, in dem Fall Luft oder Wasser, auch dadurch gegeben, dass die ganzen Fabriken die Gieß,
Gießereien entsprechend aufgebaut sind mit der entsprechenden Medienversorgung. Mhm. Von daher keine speziellen Anforderungen. Das hört sich doch gut an. Jetzt ist eine Frage angekommen. Und zwar zum Ersten, wie viele Teilnehmer können in ein digitales CANopen BOS-Netzwerk integriert werden? Also in unserem BÜS-Netzwerk stellt sich nicht direkt die Frage, wie viele Teilnehmer wir integrieren können, sondern welches Protokoll verwendet wird und die Anzahl an Werten, die dort unterstützt wird die pro Gateway an die übergeordnete Steuerung übertragen werden können. Jeder Teilnehmer hat verschiedene zyklische Daten zur Auswahl, die wir kontinuierlich senden könnten. Der Kunde kann natürlich daraus auswählen, nehmen wir jetzt das Prozessregelventil, könnten wir Ventilposition, den aktuellen Durchfluss, der vom Sensor vorgegeben wird und natürlich den Sollwert sowie den Status des Geräts selber, ob er in einem Fehlerzustand ist, Warnungszustand oder ähnlichem. Mhm. Er kann daraus natürlich auswählen, welche Daten möchte er überhaupt zur Verfügung haben und dann summiert sich aufgrund der übertragenen Werte pro Teilnehmer, summiert sich dann die Anzahl der Werte, die wir übertragen wollen und dann sind wir bei den verschiedenen Protokollen bei maximal 256 Werten pro Gateway begrenzt. Dann kam die Frage auf, welches denn die favorisierten Kühlprinzipien für die Zukunft sein werden? Meine Frage tue ich beantworten. Letztendlich muss man das unter dem Gesichtspunkt sehen, welches Kühlmedien, welches Prinzip ist unter dem Gesichtspunkt Reproduzierbarkeit am besten geeignet. Mhm. Reproduzierbar heißt, dass eine Kühlung zu einem bestimmten Zeitpunkt mit einer bestimmten Menge, einer bestimmten Dauer stattfindet und danach mit dem Abschalten auch die Kühlwirkung nachlässt. So, das kann man einmal durch Abschalten machen. Dann steht aber nach, wenn wir nehmen als Beispiel Wasser, da steht das Wasser ja nach wie vor noch in der Leitung von dem Werkzeug. Das Wasser erwärmt sich, es kommt dann noch, das Teil wird entnommen, es wird vielleicht noch gesprüht, Trennmittel aufgesprüht, das Wasser erhitzt sich da drin, beziehungsweise entzieht Wärme aus dem Werkzeug. Das heißt, die Werkzeugoberfläche wird unnötig abgekühlt. Von daher, dann dauert der Sprühzyklus oder länger, einmal kürzer, einmal länger. Das hat Einflüsse auf die Wärmeentzug im Wasser. Von daher, das sind so Randbedingungen, die man eigentlich nicht so einkalkulieren kann. Deshalb geht man jetzt oft den Weg, sagt, okay, man hat zwar Wasserkühlung, aber mit Kühlungsstopp wird das komplette Wasser ausgeblasen, damit dann ein sauberer Zustand erzeugt wird für den nächsten Zyklus statt. Mhm. Dann sind wir beim Stichpunkt Wasser. Das wäre eine Frage, die ich auch gehabt hätte. Die kam aber jetzt auch aus der Teilnehmerrunde. Und zwar, wie wichtig ist denn die Wasseraufbereitung? Also ich kenne es auch ein bisschen aus der Kunststofftechnik. Irgendwann setzen sich die Kanäle zu, können da ihre Systeme irgendwie kompensieren? Gibt es Analysefunktionen, um zu erkennen, oder da passiert jetzt was, jetzt müssen wir da ran? Wie ist da die Lage in der Hinsicht? Also Wasser ist ein ganz wichtiger Punkt. Man sagt immer so einfach Qualität vom Wasser. Mhm. Aber im Wasser sind halt sehr viele Mineralien, angefangen von den Mineralien wie Natrium, Magnesium, Calcium. Im Wasser ist Sauerstoff. Sauerstoff oxidiert mit dem Eisen. Es gibt keine Werkzeuge, die nicht eisenhaltig sind. Das Wasser muss aufbereitet sein, will ich damit sagen. Aufbereiten heißt, die Mineralien sollten entzogen werden. Das heißt, dass entsprechend Wasser, das über eine Reverse Osmose gelaufen ist oder Wasser, das über Ionentauscher gelaufen ist, dass zumindest mal das Thema Scaling in den Griff bekommt,
Und auf der anderen Seite haben wir noch das Thema Sauerstoff, dass da hier mit Sauerstoffbindemittel das Wasser geimpft wird, damit die Oxidation reduziert wird. Also das sind so die wichtigsten Punkte. Natürlich hat das ja natürlich Einfluss auf das Werkzeug selbst. Kühlkanäle werden beschichtet oder setzen sich zu. Mit jedem Mikrometer, Millimeter lässt die Kühlleistung nach. Auf der anderen Seite hat das natürlich auch Einflüsse auf die Komponenten, die da drin sind. Sagen wir hier Ventile sind so an drin, die müssen das ja auch vertragen können. Daher setzen wir nochmal auf die Lösung, dass wir Sensoren ohne bewegte Teile einsetzen und auf Ventilprinzipien, die da unempfindlich sind, also Ventilprinzipien wie ein Sitzventil. Sitzventil direkt gesteuert und nicht vorgesteuert, wo dann letztendlich das Risiko einer vom Zusetzen von irgendwelchen Vorsteuerbohrungen besteht. Das ist so mehr die Richtung, die wir gehen. Dann fiel das Stichwort 3D-Druck. Da kennt man ja auch, dass die Kühlkanäle relativ nah mittlerweile an die Kavitätenoberflächen gesetzt werden können. Das ist natürlich effizienter. Dann gibt's allerdings auch sehr, ja, ich sage jetzt mal, abgespacede Strukturen, die man damit aufbauen kann. Die sind zum einen hilfreich, zum anderen ist die Frage, beeinflusst das in irgendeiner Art und Weise das Kühlprinzip? Also, dass man nicht mehr nur einfach Langbohrungen macht und die dann irgendwie kreuzweise verbindet, sondern auch wirklich spiralförmige Kühlkanäle zum Beispiel bauen kann und. Ja, Sie haben es jetzt schon angedeutet. Wir kommen von den wenn es um Thema Kühlung geht, klassisch wird gebohrt, dann ein Kanal zugekugelt, um irgendwelche Stichbohrungen, damit man an den Hotspot rankommt. Klar, das ist so die klassische Vorgehensweise. Mit dem 3D-Druck hat man natürlich jetzt ein Werkzeug, dass man den Kühlkanal entsprechend der Kavität entlang zu dem Hotspot auch führen kann, wo es benötigt wird. Welche Auswirkungen hat das? Die Kühlkanäle müssen nicht überall geometrisch gleich sein. Das heißt, sie haben unterschiedliche Durchmesser. Es gibt unterschiedliche Durchmesser. Unterschiedliche Durchmesser heißt, es gibt unterschiedliche Durchflussraten. Man kommt näher an die Werkzeugoberfläche, die Bohrungen werden auch kleiner, nehmen auch zu. Also mit Bohrungen meine ich jetzt die Kühlbohrungen, die Kühlstrecken. Die Durchmesser werden kleiner, die Kühlmengen werden kleiner. Und um trotzdem noch die entsprechende Kühlung zu erreichen, werden die Drücke größer, die Versorgungsdrücke größer. Und um die Kühlmenge zu messen, braucht man Sensoren, die das auch messen können. Ich hatte schon angewähnt, die Durchflüsse gehen mehr in Richtung kleinere Durchflüsse, teilweise weit unter einem Liter pro Minute. Man braucht also Sensoren, die das auch messen können. Und dazu haben wir mit unseren Sensoren Produkte, die sowohl in den unteren Bereich als auch in den oberen Bereich sauber messen. Dann kam noch eine Frage, die da lautet, ob Sie auch andere Kühlungslösungen anbieten oder nur für solche Gießprozesse? Der Schwerpunkt liegt in allgemeinen Kühllösungen, also Kühllösungen auf Basis von wässrigen oder gasförmigen, nicht normal, Luftmedien. Und da sind wir Richtung von seitens des Gießverfahrens vollkommen offen. Ich hatte ja erwähnt, bei allen ist das Thema Kühlung wichtig. Bei allen muss reproduzierbar gefahren werden. Also von daher haben wir eigentlich keinen Favorit.
Also es geht schon mehr Richtung die Lösung, wo es wirklich auf Reproduzierbarkeit ankommt, auf qualitativ hochwertige Lösung. Von daher ist der Schwerpunkt im Leichtmetallguss. Vielleicht war Ihre Frage noch, oder hatten Sie im Hinterkopf eventuell auch in Spritzguss rein. Spritzguss sind wir eigentlich weniger vertreten, sondern unser Fokus ist mehr der Leichtmetallguss. Alles klar. Dann ist, würde ich fragen, gibt es Grenzen für den Einsatz dieser Systeme oder besonders schwierige Anwendungen, wo Sie sagen, oh, da haben wir noch nie was gehabt oder da wird es teuer oder was auch immer? Oder kann man sagen, nö, also wir können mit mehreren Systemen eine ganze Gießerei von vorn bis hinten ausstatten oder gibt es irgendwo Grenzen? Mir fallen spontan jetzt keine Grenzen ein. Wir haben ja gelernt, hinsichtlich Digitalisierung sind wir da sehr offen, was die Anbindung der Teilnehmer betrifft. Hinsichtlich Baugröße, Produkte können wir uns entsprechend anpassen, also kundenspezifisch anpassen und entsprechend in den Systemhäusern die Lösung generieren. Also ich sehe da jetzt spontan keine Einschränkung, weiß nicht, wie du das siehst, Lena. Nein, ich sehe an der Stelle jetzt spontan auch keine Einschränkung. Sehr gut. Dann hätte ich noch eine Frage. Sie haben mir das Beispiel von dieser Anlage, die konzipiert wurde, von A bis Z gezeigt. Wie lange dauert denn sowas? Jetzt sagen wir mal vom Auftrag oder von der ersten Analyse, was der Anwender braucht, bis jetzt, sagen wir mal, dieses Beispiel steht, von der Zeit her, wie leicht ist es zu implementieren und so weiter? Also in der Regel reine Fertigungszeit, sprich von der Bestellung bis zur Auslieferung, kann man im Schnitt 12 Wochen für so einen Schaltschrank rechnen. Die Konzipierung, also die Entwicklung, bis natürlich das Konzept oder die Konstruktion final steht, ist ganz stark davon abhängig, inwiefern die Anfragedaten vom Kunden bereitgestellt werden, inwiefern schon spezifiziert ist, ob man da nochmal in die Diskussion gehen muss, zwecks der Auswahl der Komponenten, wie sind jetzt doch die Betriebsbedingungen und so weiter. Deswegen ist dieser Zeitabschnitt sehr schwer zu beschreiben. Aber ich denke, wenn die Anforderungen klar sind, kann man da auch von 2 bis 3 Wochen sprechen. Okay, gut. Das hört sich doch gut an. Aluminium ist favorisiert. Hat das einen bestimmten Grund? Weil ich kann mich erinnern, vor so 20 Jahren, da gab es gewisse Automobilbauer, die einen Kleinwagen so auf Magnesium gesetzt haben. Ist das gar kein Thema mehr? Oder also auf Deutsch gesagt, wahrscheinlich regeln könnte man da die Temperierung wahrscheinlich genauso, wenn das jetzt plötzlich der Hype-Werkstoff wäre, oder? Magnesium wäre eine Alternative, wenn es die entsprechenden Randbedingungen wie Festigkeit, Automatisierbarkeit erfüllt. Aluminium hat schon mal eine wichtige Randbedingung, die beim Thema Kühlung immer berücksichtigt werden muss, ist Wasser und Aluminium und Magnesium verträgt sich nicht. Also ein sehr riskantes Unternehmen, deshalb wird bei Magnesium in der Regel Thermalöl als Kühlmittel eingesetzt und nicht Wasser. Und vielleicht noch ergänzend, Sie sagen Schwerpunkt Leichtmetallguss. Das ist auch noch mehr, sagen wir mal, eine Antwort auf Ihre vorherige Frage, wo ich gesagt habe als Antwort, okay, Spritzguss weniger, Metallguss mehr, ist mehr unser Favorit. Das resultiert auch teilweise, ich bin ein Fan von Metall, Metallguss, Metallumformung. Mein früherer Prozessor, bei dem ich promoviert habe, hat immer gesagt, Kunststoff, dieser niedrige Werkstoff. Und das ist jetzt schon mittlerweile 40 Jahre her und da muss ich sagen, okay, der hat damals schon recht gehabt. Ich bin Kunststofftechniker, kann ich jetzt nicht so unterschreiben.
Kalt erwischt. Egal. Vielleicht eine letzte Frage, weil es kommt eigentlich nichts mehr rein. Es ist ja viel digitalisiert, intelligent und so weiter. Ich gehe mal davon aus, das ist wahrscheinlich auch sehr energieeffizient und ressourcenschonend, was diesen ganzen Umgang mit den Fluiden und so weiter anbelangt. Kann man das so sehen? Insgesamt ist natürlich der Trend auch bei unseren Produkten, dass sie energieeffizienter werden. So wie jetzt hier in dem Beispiel haben wir die elektromotorischen Ventile eingesetzt, die in dem Moment, wenn der Motor sich tatsächlich nicht bewegt, sehr energieeffizient sind, was die was den Leistungskonsum angeht. Ansonsten natürlich, wir brauchen auch Strom für unseren Medienschrank. Aber nichtsdestotrotz haben wir durch die geregelte Ausführung, da wir auf die Betriebsbedingungen reagieren können, kann auch hier das Kühlmedium entsprechend optimiert bereitgestellt werden. Und dahingehend würde ich sagen, ja, wir sind effizient. Gut. Ja, dann würde ich sagen, liegen wir gut in der Zeit, also es kommt nichts Neues rein. Dann glaube ich, darf ich mich bedanken bei Ihnen beiden. Es war sehr interessant, vor allem auch für mich. Habe auch wieder einiges gelernt und mitgenommen. Und dann schauen wir, was noch alles kommt. Ja, vielen Dank erstmal. Gut. Vielen Dank.